Jo, ich hab mich total verplant. Jetzt schneide ich die zwei Intro, die schneide ich die zwei Videos zusammen, ist mir jetzt scheißegal. Ich hatte schon ein Intro heute, ich hatte heute schon ein Video fertig, ich habe aus irgendeinem unerfindlichen Grund das Intro hochgeladen. Ich habe keine Ahnung warum. Deswegen würde ich sagen, ich heule euch jetzt das Intro rein und dann kommt das andere Video. Und es gibt kein neues Intro, das ist das Intro für den Drachenvlog. Ich habe aus irgendeinem unerfindlichen Grund das falsche Video hochgeladen. Ich habe keine Ahnung weshalb, ich habe mich noch gewundert, wieso ging das so schnell? Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, jetzt habt ihr quasi zwei Videos, die ich zu einem Video zusammenschneide, weil die beiden relativ kurz sind. Und noch dazu einmal aus der Sicht und einmal aus der Sicht und einmal aus der Sicht. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß und Intro. Metal Leute, servus und willkommen zurück zu dieser Wüstenfrisur. Ja, heute Drachenvlog Aufnahmen. Es soll ja heute noch ein Reiners Ecke kommen. Das wird erst heute spät am Abend kommen. Ich denke mal so gegen 9 Uhr oder was wird es kommen. Vielleicht 10 Uhr, je nachdem. Und im Vlog wird heute Folgendes passieren. Wir werden ein bisschen drüber quatschen, was zu so die Woche abgegangen ist. Hab ziemlich viel Stress gehabt. Beruflich und privat war alles ein bisschen. Meine Softbox ist gekommen, wie ihr seht. Das Drachenlord-Video kommt die Woche nicht mehr. Das wird nächste Woche kommen. Dafür werde ich es allerdings nochmal neu aufnehmen. Werde noch ein paar Zwischenszenen drehen und so weiter. Ich habe zurzeit auch sehr hohe Ansprüche an mich. Und bin am Überlegen, ob ich den Drachenlord in Zukunft vielleicht auf 2 Wochen mache. Momentan. Damit ich das Ganze so machen kann, dass ich die Zeit habe, die Videos gut auszubauen. Und dass dann halt quasi alle 2 Wochen bloß ein Video kommt. Aber einmal die Woche, das schaffe ich meistens nicht. Deswegen wird der Drachenlord nicht mehr diese Woche kommen, sondern erst am Mittwoch wieder. Und ich schaue mal, wie das hinhaut. Und dann werde ich auch im Drachenlord nochmal Bescheid geben, ob ich das eventuell auf alle 2 Wochen verschiebe. Das gleiche werde ich dann wahrscheinlich auch mit dem anderen Format machen. Und ich bin am Überlegen, wie ich das Ganze umsetze. Das ist wahrscheinlich, ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich das neue Format, was ich da plane, das ist ja noch nicht raus. Das plane ich ja bisher nur und bin am Überlegen, wie ich das anstelle. Ich wollte mich eigentlich gestern den ganzen Tag um die Webseite kümmern, das habe ich auch noch nicht geschafft. Muss ich auch unbedingt noch einrichten. Wenn es dann gemacht ist, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Dann könnt ihr da auch eure Ideen für das eine Format mit reinsetzen. So, ein neues Format plane ich auch für Drachenvlog noch. Ich weiß noch nicht, ob ich das ganze Format als Blödsinnsvlog bringe oder ob ich das Format als neues Format bringe. Was es da genau geht, weiß ich noch nicht. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie ihr darauf reagieren könnt. Entweder ihr feiert es ab wie Sau oder ihr hasst es wie Sau. Einen Zwischenweg würde es wahrscheinlich nicht geben. Bin mal gespannt, wie das ankommt bei euch. Auf die Idee bin ich schon ein bisschen länger gekommen, seit ich das Video gemacht habe vom Blödsinnsvlog. Seit ich den letzten Blödsinnsvlog gemacht habe mit die Bilder, habe ich eben auch dieses Format überlegt. Ja, wie ich das Ganze aber umsetze, habe ich noch ehrlich gesagt keine Ahnung. Und ob ich es überhaupt umsetze. Also das ist noch komplett in der Schwebe. Weil dafür muss ich noch einiges bedenken und berechnen und was weiß ich alles. Wie ich das umsetze, ob ich es umsetze und so weiter. Ich schaffe es heute nicht mit Reiners Ecke rechtzeitig. Also das wird heißt, morgen ist ja Schule für euch wieder, für mich ist morgen wieder Arbeit. Ich werde es heute noch machen, ich werde es auch noch fertig machen und auch noch hochladen, aber vermutlich kommt es erst irgendwann gegen 12 Uhr nachts, 1 Uhr morgens, ich weiß es nicht. Ich werde es auf jeden Fall heute noch machen. Das ist sowieso die Sache. Ich habe ja überlegt, ob ich es Montag oder ob ich es Sonntag mache. Sonntag würde immer besser passen für mich, weil ich da das halt am Freitag oder Samstag aufnehmen kann, wenn ich nicht viel oder gar nicht arbeite, weil ja Wochenende. Freitag arbeite ich eigentlich auch immer selten wegen Wochenende, wie gesagt. Und da versuche ich immer möglichst wenig zu arbeiten. Ich werde es wahrscheinlich ja so machen, dass es halt erst morgens irgendwann um 9 Uhr oder um 10 Uhr freigeschalten wird. Das heißt, es kommt erst am Montag. Das heißt, ich habe jetzt noch alle Zeit der Welt, es aufzunehmen, zu schneiden, zu rendern und hochzuladen. Yay! Ich habe jetzt auf jeden Fall hier kurz nochmal im Vlog, habe ich das vorhin vergessen. Und zwar möchte ich mich nochmal bedanken bei den beiden netten Mädels für das Hamsterfutter und für die schöne Topfpflanze hier. Muss ich jetzt so rausheben, ärgerlich. Na, komm her. Na. Und zwar ist es ein Drachenbaum.
Bin mal gespannt, wie groß der wird. Ist auf jeden Fall sehr cool. Vor allem die beiden Mädels meinten, dass es ein sehr pflegeleichtes Pflänzchen ist. Mal so gesehen, ne? Mit meinem neuen Haarschnitt sieht es gut aus. Hat auch mittlerweile ein Töpfchen. Habe ich extra schön sauber gemacht, dass es auch schon gut aussieht. Finde ich super. Also nochmal vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle. Richtig, richtig geil. Finde ich richtig cool. Habe ich das Hamsterfutter habe ich noch nicht aufgemacht, aber meine Hamster freuen sich auch, beziehungsweise mein Hamstermädel. Das habt ihr ja noch gar nicht mitbekommen. Ich habe nur noch einen Hamster. Der andere ist leider von uns gegangen. Aber Hamster leben ja nur ein paar Jahre und deswegen, ich glaube, die leben nur so 3-4 Jahre und ich habe den Hamster ja schon relativ lange gehabt. Nachzüchten konnte ich jetzt halt leider nicht mehr. Ich werde es jetzt aber auch so machen, wenn sie, ich werde jetzt ihr halt noch die Zeit geben, bis sie halt, ja, alt genug ist und dann halt stirbt oder sonst was. Und dann werde ich halt quasi mir auch gar keinen Hamster erstmal mehr anschaffen. Auch weil ich dafür momentan, Hamster sind sehr pflegeleicht, weil sie nicht viel Gesellschaft brauchen, weil sie auch gut alleine zurechtkommen und alles. Und weil sie nicht viel Futter brauchen, also so ein bisschen Futter reicht eigentlich relativ lange, die bungern ja alles. Ich sehe total katastrophal aus gerade, ich bin auch total zusammengeschwitzt. Ihr wundert euch jetzt gerade, aus welcher Position ich heute filme. Also ich habe jetzt die Couch hier hingestellt und hier, wo die Couch ursprünglich stand, da ist jetzt die Couch nicht mehr, da ist jetzt der Schreibtisch hier. Ich wollte ein bisschen umstellen, hatte auch überlegt, dass ich den Schreibtisch da hinstelle, also ans Fenster. Das Problem am Fenster, kann ich das Fenster nicht mehr aufmachen im Sommer und im Sommer mache ich das Fenster gerne auf. Ich habe zwar hier oben einen Ventilator, aber der hilft im Sommer auch nicht sonderlich viel und deswegen wäre halt das schöne. Ich werde jetzt dann, wie gesagt, dann noch aufnehmen. Keine Sorge für die Leute, die sich jetzt dann noch fragen, die Wand und so weiter. Jetzt ist ja die Fanpostwand ist ja jetzt hier. Ja, ich schaue gerade im Crap vor die Werbung. Ja, die ist ja jetzt nach wie vor hier. Aber ich werde im Laufe der Woche darüber packen und dann können wir da was machen. Ihr seht schon, hier ist das Fenster bisschen kaputt und alles. Aber ich werde mir demnächst auch neue Fenster noch besorgen. Entweder werde ich komplett neue Fenster einbauen oder vorerst einmal das Fenster halt rausnehmen, sauber abschmirgeln und nochmal neu streichen. Ich habe mir überlegt, ob ich es grün streiche. Dafür habe ich noch ein neues Video vor. Das ist auch einer der anderen Gründe, warum ich das hier alles umgestellt habe. Denn ich habe ja vor, in Zukunft auch ein bisschen mehr Interaktion zu machen mit Videos für Drachenlord. Und dafür habe ich mir gedacht, schaut das hier ein bisschen besser aus der Position. Und ja, da schauen wir mal, wann ich das alles hinkriege und wie ich das alles hinkriege. Das war es im Prinzip zu dem Punkt schon. Dann danke ich euch schon mal fürs Zuschauen. Tut mir leid, dass jetzt doch kein Video heute mehr kommt. Wie gesagt, ich werde es euch für morgen freischalten für 10 Uhr. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.